Bonjour, Mesdames et Messieurs und herzlich willkommen hier bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Produktvorstellung in H0. Heute wird es französisch, denn wir haben eine französische Dampflok hier vor uns, nämlich eine 231 E40. Die schauen wir uns gleich natürlich im Vorbild an. Dann gibt es Informationen zum kleinen Modell hier in 1:87. Wir haben hier wieder eine Soundlok. Das heißt, es geht raus auf die Strecke. Wir schauen uns die Fahreigenschaften an, hören uns die Sounds an und zum Schluss gibt es natürlich die Artikelnummern. Der Fahrplan steht. Wir legen los. Die Serie 231E entstand aus der Notwendigkeit, nach dem Ersten Weltkrieg für die immer schwerer werdenden französischen Schnellzüge leistungsfähige Dampflokomotiven zu konstruieren. Anstelle teurer Neuentwicklungen hatte man damals André Chapillon von der Paris-Orléans-Bahn beauftragt, vorhandene Dampflokomotiven der Pacific-Bauart so zu überarbeiten, dass sie den neuen Anforderungen der schnellen Züge gerecht wurden. Die geforderten Leistungssteigerungen und Einsparungen beim Verbrauch erzielte der Ingenieur hauptsächlich durch Verbesserung bei der Thermodynamik. Der Erfolg gab ihm recht, denn die modifizierte Lok erreichte tatsächlich Testgeschwindigkeiten von bis zu 174 km/h und im alltäglichen Betrieb nachher hat sie es dann immer noch auf stolze 130 km/h geschafft. Mit einer Leistungssteigerung um 50% und einer gleichzeitigen Senkung der Verbrauchskosten machte Chapillon aus den alten Dampfloks wirklich zukunftsfähige Dampflokomotiven. In unserer heutigen Zeit blieben ganze zwei Maschinen erhalten, und zwar die Umbaulokomotiven 231 E22, steht als 3.1192 Nord im Eisenbahnmuseum Mühlhausen, und die Neubaulok 231 E41, die X 3.1123, stand seit 1974 als geschütztes Denkmal im Saint-Pierre-de-Corps und wird zurzeit restauriert. Zuletzt sei noch zu erwähnen, dass es auch in der DDR eine solche Dampflokomotive gegeben hat, denn nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich im Gebiet der Deutschen Reichsbahn in der sowjetisch besetzten Zone eine Dampflok der Reihe 231E. Leider nicht lange, denn für Versuchszwecke 1952 wurde sie umgebaut, aber leider dann auch schon 1958 wieder ausgemustert. Die Baureihenbezeichnung damals war 071001. Schauen wir uns nun das Modell in 1:87 an. Was bringt die Lok alles mit? Die Lok wird geliefert in dem Standard-Rokokarton, sicher verpackt natürlich. Dann haben wir einmal hier ein Begleitblatt, wo auf der Rückseite gewohntermaßen einmal die ganzen Sounds draufstehen, was die Lok an Sounds mitbringt. Und, das finde ich besonders interessant, das Ersatzteilblatt. Und ich habe noch nie ein so großes Ersatzteilblatt gesehen. Das Ganze geht über 4 Seiten. 1, 2, 3, 4 Seiten Ersatzteile, sehr detailliert aufgeführt, also braucht man keine Sorge zu haben, wenn da mal was kaputt geht, man kann es sehr einfach finden und auch nachbestellen. Und dann hier natürlich die ganz normale Standard-Gebrauchsanweisung, die bei den anderen Lokomotiven auch mit dabei ist. Hier sind auch nochmal die Pflegehinweise dabei. Einen Zurüstbeutel gibt es auch, und hier sehr schön zu erwähnen ist, dass es hier, ich drücke ihn mal so ein bisschen an die Ecke, ein Lokführer ist damit bei, zur Hälfte, sodass man ihn wunderschön hier an das Führerstandsfenster kleben kann. Der guckt dann halb raus und hebt die Hand, also das ist wirklich sehr schön gemacht. Ansonsten hat man die ganz normalen Standard-Sachen dabei, wie Bremsschläuche, Zughaken etc. etc., die in dem Zurüstbeutelchen. In der Lok verbaut haben wir einen Motor mit Schwungmasse hinten im Tender. Ebenso da haben wir zwei angetriebene Achsen mit Haftreifen. Die anderen übrig bleibenden Achsen, dort ist die Stromabnahme. Wir haben ein Laufwerk hier vorne in der Lok. Das ist einmal der Vorläufer 2, das Haupttriebwerk 3 und der Nachläufer 1. Also haben wir hier die Achsfolge 2C1.
1. Die Lok ist wirklich sehr filigran gehalten. Es sind sehr viele schöne Details an der Lok, wie zum Beispiel die Aufbauten hier oben, hier auch die Pfeife in Gold gehalten. Die ganzen Rohrleitungen hier vorne um den Kessel drumherum sind in Metall gehalten. Der Vorbau hier vorne ist auch sehr schön filigran umgesetzt. Das kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben einen Kupplungsschacht nach NEM 362 mit Kurzkupplungskinematik. Rocco-Kurzkupplungen liegen dem Zurüstbeutel mit bei. Wir haben einen Grauchgenerator, der kann problemlos nachgerüstet werden, zum Beispiel von Seute. Wir haben eine Länge über Puffer von 272 mm. Und das Ganze, wie wir sie hier haben, ist ab Werk schon mit einem Sounddecoder ausgestattet. Mit an Bord haben wir natürlich das vorbildgerechte asymmetrische Spitzenlicht, was die Lok aufweist. Ebenso schön umgesetzt haben wir hier oben ein Windleitblech, was sich auf dem Führerstand befindet, auch richtig schön federnd und nachgibt. Das ist wirklich sehr schön umgesetzt. Auch wenn wir hier ein bisschen dran vorbeischauen, haben wir eine schöne freie Sicht auf den Führerstand, wo wir auch noch die ganzen Armaturen und die ganzen Leitungen wunderschön sehen können. Es ist eine Lok der Epoche 3 und wir haben auch, wie eben schon gesagt, hier im vorderen Bereich, wie auch hier vorne um die Schnauze herum, einige Metallansatzteile. Kommen wir nun zu den Artikelnummern der einzelnen Varianten. Diese wunderschöne Rocco Editionslokomotive könnt ihr analog Gleichstrom unter der Artikelnummer 73078 erhalten. Gleichstrom digital mit Sound, wie wir sie hier haben, ist die Artikelnummer 73079. Und für unsere Wechselstromfahrer digital mit Sound ab Werk ist es die Artikelnummer 79079. Und das war es auch schon mit unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Fragen eurerseits zu diesem Produkt gerne einmal unten in die Kommentare oder direkt eine E-Mail an uns. Alle weiteren Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.modellbahnunion.com. Das war es von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Vers les portes, s'il vous plaît. Attention au départ.